Die Villa Bennewitz ragt zwischen den Neubauten rund um den Universitätsplatz empor. Tagtäglich gehen Studenten an diesem Barockpalast vorbei. Studentin Annika Kloß hielt nun ihre persönlichen Eindrücke von der Villa mit der Kamera fest. Die Bilder sind in einer Ausstellung im Maritimhotel zu sehen. Zusammen mit drei anderen Fotografen nutzte sie den märchenhaften Charme des 1898 erbauten Hauses, um Geschichten zu erzählen. Zu den Fotografen gehört auch Peter Moschall, Kameramann beim ZDF und für unsere Late-Night-Show Couch and Guests. Er war es auch, der die Idee zu dieser Fotostrecke hatte und Annika dafür begeistern konnte. Diese nutzte die Gelegenheit, um sich selbst auszuprobieren. Ich fotografiere jetzt auch noch nicht so lange und für mich war das auch so ein Lernweg. Ich habe halt durch dieses Erstellen der Fotos für die Ausstellung wirklich auch mein Handwerk so ein bisschen verbessert. Bei der Vernissage präsentierten die vier Fotografen ihre Fotos und standen für Fragen des Publikums bereit. Die Bilder sind noch 3 Monate im Maritimhotel zu bestaunen.